Ja, hi, willkommen. Mein Name ist der NewLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir den Story-Modus angefangen von Phantom Blood Part 1. Und wir machen jetzt natürlich weiter. Episode 3, Macht der Maske. Und wir müssen Zeppeli gegen Dio kämpfen lassen. Okay, yes, yes, yes. Das werde ich wahrscheinlich immer gut finden. Aber bis jetzt macht mir das Spiel richtig Bock. Aber das habe ich irgendwie schon gewusst, auch wenn ich nicht so gut darin bin. Aber egal. Nachdem er sein Training beendet hat, begibt sich Jonathan mit Zeppeli und seinem Freund Speedwagon auf der Suche nach Dios Versteck im Wind-Night-Lot. Ja, Speedwagon war der Typ, den man ganz am Anfang hier gesehen hat, der im Menü alles erklärt. Als die Gruppe dort endlich von der Reise erschöpft eintrifft, bricht auch schon die Nacht und die Nacht an und der Vampir Dio offenbart sich ihnen. Dio hatte das Blut aller Einwohner der Stadt getrunken und sich dadurch von fast allen Wunden durch das Feuer im Anwesen heilen können. Dios unerträgliche Aura des Bösen und sein Bekenntnis zur Tyrannei lassen Zeppeli fast das Blut in den Adern gefrieren. Er schiebt Jonathan beiseite und fordert Dio zum Kampf heraus. Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Spielergesundheit reduziert sich. Geil, Mission. Nicht abgeschlossen, okay. Hey, sehr gut. Beginnt mit zwei Balken da. Ah, okay, sowas kann man dann sich kaufen. Boah, Remy. Ach, jetzt weiß ich wieder, wer das ist. Dies ist Part 4, ne? Da war doch. Okay. Werden wir ja wahrscheinlich sehen, bald. Jetzt noch Zeppelis Reaktion am besten. Den ersten Angriff landen. Oh, cool. War eine geile Mission? Ah, okay. Ich will die Ding jetzt einsetzen. Verdammt. Au. Komm her. Muss jetzt langsam bedrohlich auf dich zukommen, oder was? Sehr gut, mit einem Angriff. Ich will da gar nicht einsetzen, aber okay. Oh nein. Au. Ist ein Laserauge. Nein, ich schon wieder. Wie kannst du es wagen? Ja, verdammt. Jetzt habe ich den damit treffe. Wie Peng. Will ich mal damit treffen? Nein, er macht mich fertig. Okay, wird wohl nichts mit der. Ich kann die einen Attacken hier nicht, diese normalen einsetzen. Oh, die ist aber richtig langsam. Ist ja gerade so. Was zum. Jetzt. Er kann diesen Sprung machen. Aus dem Sitzen. Sehr gut. Spam einfach die ganze Zeit Angriffe hier. Hat er gerade Monkey gesagt? Was zum Teufel? Ich hab 3x4 gedrückt. Oh nein. Au. Gott. Aua. So eine habe ich auch hier. Bams. Großnetzangriff. Okay. Sunlight Yellow Over 3, Bro.
Okay. Dramatisches Ende. Retire. Ja, was? Ich tue die ganzen Dinger hier nicht erkennen, wahrscheinlich. Weil Spiel würde ich auch gerne mal online spielen, aber wenn ich dann noch voll auf die Fresse kriege. Der Kampagnenmodus, irgendwie gibt es ja hier was. Ich muss ja irgendwie online sein, um das Spiel spielen zu können. Oder Kampagnenmodus jedenfalls. Okay. Ich meine, jetzt wird schon der Endkampf kommen, ne? Zur nächsten Episode. Ja, yes, yes, yes. Kessin. Blutfehde. Zeppeli treibt seine Faust tief in Dio hinein, um seinen Gegner den Diamon-Energie zu nehmen. Aber Dio lässt mit verdampfender Frost Zeppelis Körperflüssigkeiten gefrieren, um seine Harmon-Energie zu versiegeln. Zudem beschwört Dio zwei seiner stärksten Untoundiner auf, der dunkle Ritter Bluford aus Taurokos. Also ich dachte, jetzt kommt noch einer. Dio hat ihre Gräber geschnellt und sie wiederbelebt, damit sie ihm als untote Vampire dienen. Jonathan Harmon erlöst Bluford von seinem Fluch und stellt seine Ehre als stolzer Krieger wieder her, sodass dieser die letzte Ruhe findet. Taurokos aber bleibt ein Wesen der Unterwelt und reißt Jonathan mit sich in die Kammer der zweiköpfigen Drachen. Ah ja, in einen Kampf auf Leben und Tod, wo die beiden irgendwie mit so Ketten am Kopf irgendwie gefesselt worden sind. Zeppeli greift in den Kampf gegen Taurokos ein, um Jonathan zu retten, und opfert sich für ihn, indem er ihm all seine Energie überträgt. Von tiefer Trauer und rasendem Zorn überwältigt stürzt Jonathan in den Kampf gegen Taurokos. Und jetzt muss er in seinen finalen Kampf gegen Dio antreten. Ja. Gegnerangriff, okay. Mit, ja, ich nehme schon an, mit was? Dem Overdrive. Also dich, Dio. Wie? Mein Gott. Wie Muda. Wie meine Mutter. Ich weiß. Okay, wenn ich dreimal Viereck drücke, kann ich dann meine Dingens einsetzen. Geil. Das ist ja mal richtig geil. Also extra für Noob. Oh nein, 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 nein. Da. Ah, ich bin eingefroren. Sehr gut. Overdrive, Trommelfeuer, Bams. Aber irgendwie kann man da auch posen, glaube ich. Select, ja. Habe ich irgendwie Manual drauf gelesen. Ich glaube, das soll man machen, wenn die am Boden liegen. Ich bin bereit für den Kampf. Das will ich mal runterschmeißen. Wahrscheinlich muss ich das machen, ne? Ah! Nein, nicht Muda Muda. Will ich da runterschmeißen, wie der Zeppeli gemacht hat. Ich vergesse mal, wenn man so machen muss, einfach nur X drücken muss. Aha. Hey. So schwer ist das Spiel eigentlich nicht, wenn man einmal reinkommt. Au, au, au. Nein, aha. Nein. Boah, ich dachte, ich könnte mich dadurch ducken. Der nennt mich echt Affe. Komm her! Bam. Bitte, das muss es gewesen sein. Und tschüss, Dio. Für immer. Dramatisches Ende. Retire.
Sehr schön. Nicht meine Dings. Ich habe keine Dings bekommen. Schade. Ich dachte, ich müsste das machen. Ja, genauso ist auch ein neuer Kampf wurde freigeschaltet. Okay. Ganze Geschichte abgeschlossen. Im Audiobereich wurde eine neue Musik, ein neues Musikstück hinzugefügt. Ende von Teil 1. Du kannst jetzt Diobando im Gegen-, Kampagne- und Trainingsmodus verwenden. Okay, cool. Die folgenden Charaktere können jetzt auf allen Schlachtfeldern verwendet werden. Okay, den hatte ich anscheinend noch nicht freigeschaltet. Sehr gut. Okay, sehr gut. Wollte ich nur mal お前にも永遠をやろうではないか。その傷も治す。エリナと永遠を生きれるぞ。ジョジョ。ジョジョ。こいつ。彼は最後の力を振り絞って船を爆破させ、ディオと共に海の木屑と消えた。 エリナは乗り合わせた赤子を抱き、沈みゆく船から脱出するのだった。2日後、エリナ・ジョースターはカナリア諸島沖で救助された。そして、石仮面の伝説はここにひとまず幕を下ろします。しかし、それはまた新たな冒険の時代の始まりでもあったのです。 Ja, ja. Teil 1 abgeschlossen. Glückwunsch. Der Artwork an sich wurde ein neues 2D-Modell hinzugefügt. Phantom Blood Trophäe, okay. Ah, sehr schön. Macht mir echt die Spaß, das Spiel. So, dann gehen wir mal zur Episodenauswahl nochmal. Yes. Umschalten, normaler, neuer Kampf. Okay, jetzt kann ich den gleichen Kampf nochmal machen und als Gegner spielen. Exakt, okay. Okay, weiß ich nicht, soll ich das auch machen? Oder sollten wir das am Ende machen? Weiß nicht, wie schwer die Kämpfe jetzt werden schon. Guck mal hier so in den Galerien und so. Ich da schon so alles freigeschaltet habe. Auf anpassen oder irgendwie sowas. So, warte mal noch hier. Modellansicht und Audio Arena. Okay. In der Modellansicht können Spieler ihre 3D-Charaktere von allen Seiten bewundern. Beim Soundtest können Spieler Hintergrundmusik abspielen und sich anhören, wie die Stimmen der einzelnen Charaktere klingen. Artworks kann man sich angucken, okay. Schreibe Begriffe im Glossar nach. Im Glossar kann ich speziellen Begriffe, okay. Ach, so eine Art, ja, okay. Im Galerieshop können mit Gold Galeriegegenstände gekauft werden. Mit der Freischaltung von Charakteren im Story-Modus oder im unterladbaren Inhalten werden immer mehr Gegenstände verfügbar. Ich habe übrigens auch alle Charaktere gekauft, noch die man sich downloaden konnte. So für 2 Euro jeweils. Im Story-Modus gibt es Geheimmissionen, durch die Spieler weitere Galeriegegenstände erhalten können. Okay. Oh, ein Polio. Hier, Modell an sich, machen wir das mal. Derby, Tomoshimas. Terence T. Derby. Oh, kann ich gar nicht, okay. Derby. So, Soundtest. Hintergrundmusik ist okay. Bin ich so geil.
Ja, sehr gut. Ja, stimmt, das muss jetzt nicht. Artwork, da würde mich mal interessieren. Ha, Oingo und Boingo. Meine Güte, wie viel Fanservice die hier reingemacht haben. Okay, da ist das Bild, genau. Jojo Glossar. Ja, werden wahrscheinlich alle Begriffe beigetreten. Jojo Star, genau. Lang schon. Ah, okay. Mal auch mal reingucken. So, Galerie Shop, das würde mich jetzt interessieren. Hintergrundmusik, 2D Artwork. Also nicht hier. Yes. Dio. Guck mal, alles hier von Part 1. 3D Modell. Ach, muss man ausholen. Nein. Phantom Blood, ja. Also richtig geiler Fanservice für Fans. Ja, das ging dann zwar auch Fanservice. Sehr schön. Kann ich mir all den seine Sachen einfach anhören oder was? Moody Bruce! Ja, was? Soll ich die richtige Übersetzung? Oh, soll's. Naja, habe ich ja schon. Das Modell möchte ich mal angucken. Schon von normal, okay. Was heißt denn ja normal? Okay. Wie EA. Ich möchte wieder rauszoomen. Pose wählen. Farben ändern, okay. Ja, die Posen dafür ist die Serie auch bekannt. Ja, der Macher Araki schlag mich tot. Tut da immer die Covers hier mit den ganzen Posen hier bedecken. Es gibt sogar irgendwie eine Schule, die irgendwie diese Posen unterrichtet. Das ist irgendwie beeindruckend. Sehr gut. Also, Zeppeli. Will A. William Antonio Zeppeli, ne? Der ist auch eine coole Sau. Zeppeli, das ist auch ein Name, der sehr oft in der Serie vorkommen wird. Das heißt sehr oft, aber mehrmals. So, Dio sowieso. Gut. Ja, selbst Dio Post. Sehr schön. Hab ich aber was normal im Eis. So einzelne Kostüme oder sowas wäre richtig geil. Na gut. Haben wir uns das auch angeguckt. Dann können wir ja mit Part 2 beginnen in der nächsten Folge. Ja, ja. Cliffhanger. Wir machen erstmal den Story-Modus hier vollkommen, würde ich sagen. Und wozu ist der Teil da? Warum wird das immer wieder erklärt? Egal. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann Part 2 Battle Tendency. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und sage dann Tschüss, bis zur nächsten Folge.